Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Leute, heute ist der 2. Juli und wisst ihr, was es für ein Tag ist? Ich habe Geburtstag! Leute, ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin keine 18 mehr. Ich bin jetzt einfach 19. What the fuck? Vor allem mein 18. Geburtstag hat sich angefühlt wie gestern. Also wirklich. Leute, mein Geburtstag wird heute richtig, richtig, richtig geil. Es wird aber nur Abriss. Ich habe nämlich eine Limousine bestellt und die fährt dann in einen Club. Wir fahren ins Virage nach Osnabrück. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben auch einen VIP-Tisch und oh mein Gott, das wird so geil. Ich habe richtig, richtig Bock und ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen. Also ich werde auch meine Kamera mit in den Club nehmen und die ganze Zeit mitfilmen. Leute, es wird einfach nur geil. Mittags kommt jetzt erstmal Familie und abends geht es dann richtig ab. Leute, das hier ist mein Outfit für heute Abend. Ich muss das Kleid später angezogen zeigen, weil ihr denkt euch jetzt bestimmt, what the fuck, was ist das hier alles? Aber Leute, glaubt mir, das Kleid ist richtig, richtig geil. Aber das hier ist mein Club-Outfit und dieses Kleid werde ich gleich bei der Familie tragen. Voll cute. So Leute, wir sind gerade dabei zu dekorieren. Meine Familie kommt ungefähr um 4 und das Essen holen wir um 3 ab. Und das Essen wird so geil sein. Ich freue mich. Voll viele Leute haben mich gefragt, ob ich überhaupt noch touren kann. Also ich sehe das ständig in meinen Kommentaren. Isabel, kann es eigentlich noch touren, weil ich habe so lange kein Tourenvideo mehr hochgeladen. Deswegen, Leute, ich tourne euch jetzt was vor. Ah, oh, mein Rücken. Leute, ich bin jetzt alt. Ich bin 19. Ja. Ich kann noch touren. Warte, ich mache was Krasseres. Hat irgendwas geknackt. Und sehr viele Leute haben mich gefragt, ob meine AirTrack überhaupt noch lebt oder ob ich sie schon weggeschmissen habe. Sie lebt. Sie ist hier. Aber da sind sehr viele Löcher drin und ich kann sie nicht benutzen. Vielleicht repariere ich sie irgendwann, aber mal schauen. Ich habe heute Geburtstag. Also Leute, wie dumm kann man eigentlich sein? Wir machen ja gerade die Deko. Wir wollten es gerade aufhängen und dann lesen wir so. Happy, Alter. Wir sind so dumm. Ich mache mich jetzt fertig, mein Geburtstag, und dann zeige ich euch gleich mein Outfit. Yay. So, meine lieben Freunde, das hier ist mein allererstes Outfit für heute. Boah, meine Haare sehen so fresh aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich war beim Friseur und habe mir meine Haare gefärbt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist dann mein Outfit für heute Abend. Es wird richtig wild, Leute. Und es sind schon ein paar Gäste da. Ich sollte runtergehen. So, das Essen wird jetzt auf den Tisch gestellt. Yay! Freust du dich? Freust du dich? Freust du dich? Ja. Ja. Willst du Hallo sagen? Lecker essen. Mm. Willst du noch was sagen? Hi. Und alles Gute zum Geburtstag. Leute, ich zeige euch mal meinen Geburtstagskuchen. Der ist so geil. Schaut euch einfach diesen Kuchen an. Und da ist einfach mein Auto. Oh mein Gott. Der Kuchen sieht so süß aus. Und Leute, vor allem, wenn irgendeine Feier ansteht, dann sieht mein Zimmer immer so unordentlich aus. Leute, ich habe mich jetzt übrigens schon in mein Party-Outfit geschmissen. Ich habe mir noch eine richtig süße Krone bestellt. Ich habe mir richtig viel Highlighter ins Gesicht geklatscht. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt, aber mein Körper ist voll mit Glitzer. Wenn ich schon ein glitzerndes Kleid anhabe, dann muss ich auch überall glitzern. Genau, wir haben es schon 8:30 und die Limousine kommt um 10 Uhr. Ja, ich bin richtig aufgeregt, weil ich war einfach noch nie in der Limousine. Ah, der Abend wird auch so cool. Happy Birthday, liebe Isabel. Happy Birthday to you. Eine Karte. Nein. Alpaka-Wanderung? Ja. Wirklich? Ich habe mir das gewünscht. Laura, bist du bereit für die tolle Party? Ja, Mann. Was ist das für ein Teil? Es sieht so cool aus. Ich freue mich. Ich war noch nie in der Limousine. Ja. Oh mein Gott. Wir sind drinnen. Hi. Ich bin Uwe und ich bin auch dabei. 1, 2, 3, Denke nur auf die Taylor Swift Song. Ja, die fragen mich schon wieder, ob ich B bin. Bin ich die für Bambi, Bamfels, Barbie, Bad Bottle Bumsy? Mit wem ich Song schreibe? Ich tue ja Research! Mach dich bereit!
alles weiter. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen im Virage. Yay. Oh, Leute, das ist unser Tisch. Gegangen, weil hier ist es am leisesten. Ich musste gerade in der Limousine richtig dringend auf Toilette. Zum Glück stand auf dem Parkplatz vom Virage ein Dixi-Klo. Und da dachte ich mir doch, nee, lass mal. Meine Party ist vorbei. Ich bin tot. Ich bin müde, es ist 6 Uhr morgens. Das Einzige, was ich jetzt machen will, ist schlafen. Ich muss morgen, glaube ich, die Abmoderation machen.